Ich sag's euch, Leute, manchen Hundebesitzern kannst du echt nicht trauen. Es gibt viele Leute, die wissen genau, was sie tun und verstehen ihren Hund in- und auswendig. Aber dann gibt's noch diese Leute, die könnten nicht mal eine Schildkröte unter Kontrolle halten. Aber das sind dann genau die Leute, die mit einem 80 Kilo Rottweiler durch die Straße laufen. Versteht mich nicht falsch, nichts gegen Rottweiler, das können auch friedliche Tiere sein. Aber diese Leute, die erziehen ihren Hund nicht richtig und dann ist der mies aggressiv auf jeden, der an ihm vorbeiläuft. Du musst ihm nur eine Sekunde in die Augen schauen und der schon: Hä? Hast du ein Problem? Willst du auf die Schnauze? Man stellt sich immer vor, Leute, die solche Hunde haben, das sind selber richtige Maschinen. Die pumpen jeden Tag im Gym und sehen genauso gefährlich aus wie ihr vierbeiniger Freund. Nee, ich wünschte, das wäre so. Oft sind das Frauen, die eher so aussehen, als ob sie seit 2 Jahren Diät machen. Und das können sie auch gerne machen. Überhaupt kein Problem. Aber warum braucht ihr dann einen Hund, der aussieht wie ein Tiger auf Steroide? Digga, der geht mit dir spazieren und nicht andersrum. Der setzt sich an den Esstisch und lässt dich aus dem Napf fressen. Leute, ich habe selber keine Angst vor Hunden. Ich liebe Hunde sogar. Ich weiß, dass die meisten richtig liebe Kollegen sind, die mich niemals beißen würden. Aber in der Vergangenheit habe ich öfter schlechte Erfahrungen mit den Herrchen gehabt. Ich meine, als ich 8 war, ist mir ein Hund wirklich mal auf dem Spielplatz hinterhergerannt und ich konnte mich gerade so auf eine Rutsche retten. Und es gab schon so viele Situationen, wo ein Hund versucht hat, mich zu schnappen und ich nur knapp ausweichen konnte. Aber auch nur, weil ich gefühlt Ultra-Instinkt und Observationshaki gleichzeitig aktiviert hatte. Und als Kind, da manifestieren sich diese Erfahrungen. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich schon in diese eine Situation kam. In diese Situation, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Als Kind ist man ja oft so, dass man jedes Tier, das man sieht, irgendwie streicheln möchte. Also wirklich jedes Tier. Ich hätte damals wahrscheinlich sogar einen Krokodil gestreichelt, wenn es irgendwo vor mir gelegen hätte. Und so war es halt am meisten mit Hunden. Aber weil man höflich ist, fasst man nicht einfach den Hund an. Man fragt das Herrchen: Kann ich den streicheln? Ist der friedlich? Und die so: Ja klar, der ist ganz zahm, der beißt nicht, keine Sorge. Man geht so langsam auf den zu, man will ja nichts überstürzen und man merkt schon so, wie der Hund jetzt nicht unbedingt Bock hat. Aber es ist nur so ein Gefühl und dann geht man weiter und der Hund schon so: Okay Bruder, 1 Meter weiter und du wirst es bereuen. Aber ist ja egal, das Herrchen hat ja gesagt, der macht nichts. Der ist ja friedlich. Und dann willst du den gerade so streicheln und der sieht auf einmal einen Dämon in dir und greift dich an. Wow Bruder, chill, ich will dir nichts tun. Was meine Mutter, was fasst du mich an? Willst du dich boxen, Digga? Willst du dich boxen? Ich frag mich, wie der Hundebesitzer in solchen Fällen auf die Idee kam, dass sein Hund friedlich ist. Willst du mir erzählen, dass der das noch nie bei irgendjemand anderem gemacht hat? Lag's an mir? Bin ich irgendwie zu hässlich für dem seine Ansprüche oder warum diese Aggression? Und das sind dann oft auch diese Hundebesitzer, die denken, ihr Hund bräuchte keine Leine. Obwohl, in den meisten Fällen wäre es vielleicht sogar besser, die Hundebesitzer selbst an die Leine zu nehmen. Naja, Leute, das war's mit dem Video. Schreibt mir mal eure Erfahrungen mit Hunden in die Kommentare. Und schreibt auch, ob ihr selber einen Hund habt. Und wenn ja, dann schickt mir mal bitte Bilder auf Twitter. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sí que estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol. Hasta que nazca el sol. Oh.